Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute habe ich ein sehr, sehr, sehr cooles Video für euch, denn ich habe zwei super beliebte Formate auf meinem Channel einfach miteinander kombiniert. Es handelt sich dabei um DM-Neuheiten und die am besten bewerteten DM-Produkte. Das heißt, heute zeige ich euch neue DM-Produkte, die zwar dementsprechend auch noch nicht allzu viele Bewertungen bekommen haben, aber eben sehr, sehr gute. Lasst mich doch wie immer sehr, sehr gerne die Antwort zu dieser Frage hier in den Kommentaren wissen und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Wir starten mit dieser neuen Balea Schokoladenmaske mit Kakaobutter und fruchtig-schokoladigem Duft. Sie soll entspannen und für jede Haut geeignet sein. Diese Maske hat aktuell schon 15 Bewertungen, also hier kann man schon von schon sprechen, finde ich, und 4,7 Sterne. Toller Duft, die Maske fühlt sich sehr angenehm auf der Haut an, tolles Hautgefühl. Hat meine Erwartungen übertroffen. Riecht wirklich super gut. Also riecht sehr süß, schokoladig, aber eben wirklich auch noch sehr fruchtig dazu. Also es ist ein super interessanter Mix, den ich wirklich gerne mochte. Da ist wirklich sehr viel Produkt drin. Ich habe fast alles auf mein Gesicht aufgetragen, habe aber auch Willi noch ein bisschen was gegeben. Allerdings wirklich eine ganz, ganz leichte Schicht hatte er dann nur noch. War aber vielleicht wirklich von Vorteil, denn bei mir hat diese Maske wieder so krass gebrannt. Also vielleicht nicht so krass wie andere Balea-Masken, aber schon krass. Ich habe es aber dann irgendwie auch durchgezogen, weil ich wissen wollte, wie meine Haut dann auch danach aussieht, zeige ich euch auch mal gerne. Sieht eigentlich sogar ziemlich in Ordnung aus. Also klar sieht man rote Stellen, da wo es eben besonders gebrannt hat. Beim Blick auf die Inhaltsstoffe sieht man, dass hier gleich an zweiter Stelle ein pflegender Alkohol drin ist. Dann hatte ich hier auch irgendwo genau Kakaobutter gesehen und Panthenol. Allerdings natürlich auch sehr viele Duftstoffe und zwar wirklich viele und Parfüm ist eben auch noch mit drin. Leider, wie gesagt, hat sie bei mir sehr gebrannt, bei Willi aber mit dieser leichten Schicht überhaupt nicht. Vielleicht ist das der Schlüssel. Weitermachen wir mit einer Mascara von Trend It Up und zwar die Fall/Boom Mascara mit einem falschen Wimpern-Effekt und mit einer Silikonbürste. Die hat aktuell auch schon 15 Bewertungen und 4,7 Sterne. Ich probiere viel aus, aber ich muss sagen, dass ich diese hier sehr, sehr gut finde. Der Auftrag ist einfach, die Wimpern werden definiert. Toller Schwung, mega Volumen und auch Länge, ohne die Wimpern zu verkleben. Zu dieser Mascara habe ich euch ja auf Instagram schon eine kleine Review gegeben, weil ich das irgendwie unbedingt mit euch teilen wollte. Seht ihr, wo wir gerade bei Instagram sind? Ich habe da jetzt auch ein neues Format errichtet und ihr fandet die Idee oder findet die Idee auch wirklich ziemlich cool. Und zwar habe ich ein Reel hochgeladen, in dem ich euch jetzt die DM-Neuheiten spoiler, also ein paar davon. Ihr seht dann wie immer natürlich alle Neuheiten hier auf meinem YouTube-Channel. Aber ich fand das so ganz cool, dass ich mit euch zusammen in den DM gehe und euch einfach mal ein paar Neuheiten schon zeige. Das würde ich dann immer monatlich eben machen, so vielleicht in der Mitte des Monats, bevor dann zum Anfang des neuen Monats das Video hier auf meinem YouTube-Channel eben online kommt mit allen Neuheiten. Aber kommen wir wieder zur Mascara. Ich blende euch hier auch nochmal das Bild ein, was ich euch bei Instagram eingeblendet habe. Denn ich finde, dass die wirklich einen ganz, ganz tollen Schwung in die Wimpern bringt. Also die biegt die richtig nach oben. Die Wimpern werden wirklich sehr gut definiert. Ich habe mir vielleicht noch ein bisschen mehr Länge erwartet, aber dieser Schwung ist wirklich, wirklich krass und hält auch tatsächlich den ganzen Tag. Kommen wir zu dem Porridge von Three Bears. Vielleicht kennt ihr das ja schon. Diese nussige Kakao-Variante ist nicht nur neu im Online-Shop, sondern auch neu in den Filialen. Kommt ohne Zuckerzusatz aus, enthält feine Nüsse und soll eine Proteinquelle darstellen. Hat aktuell 17 Bewertungen und 4,9 Sterne. Hier steht Schokotraum. Gerade jetzt, wo es wieder kälter wird, ist die Wild Bone mit dem nussigen Kakaogeschmack eine super leckere und noch dazu gesunde Alternative zur Schokoladentafel. Egal ob kalt oder warm zubereitet, es schmeckt immer super lecker. Nicht zu süß, aber schön schokoladig und nussig. Hier habe ich euch auch mal gefilmt, wie ich das Ganze dann zubereitet habe und zwar könnt ihr euch das Porridge, also 50 Gramm Porridge, mit 150 Milliliter Wasser, Milch oder Pflanzendrink mischen. Ich habe das Ganze mit einer Mandelmilch gemischt. Dann könnt ihr das im Topf einmal verrühren und 3 Minuten einkochen. Kann man auch in der Mikrowelle natürlich machen. Und dann habe ich das Ganze mit einem Vanillepudding nochmal gemischt. Kann man auch mit einem Vanillejoghurt zum Beispiel mischen und auch so lecker schichten. Oben noch so ein paar gefrorene Himbeeren drauf machen. Oh, und dann sage ich es euch, hat es so, so gut geschmeckt. Die Bewertungen hierzu stimmen schon, dass es nicht zu süß schmeckt. Es schmeckt wirklich sehr nach dunkler Schokolade eher, also halt sehr kakaohaltig einfach.
und sehr nussig. Diese Kakao-Variante ist jetzt aus der Wild Bowls-Reihe. Da kommen aber auch zum Beispiel noch diese beiden Sorten raus. Die habe ich jetzt noch gar nicht getestet. Das ist einmal die feine Beere-Sorte, also auch mit fruchtigen Beeren, auch ohne Zuckerzusatz. Und das ist jetzt eher eine Magnesiumquelle. Und dann das kernige Bircher mit knackigen Nüssen. Und das soll sehr ballaststoffreich sein. Feine Beere hat auch schon 10 Bewertungen und 4,9 Sterne. Und das kernige Bircher hat 3 Bewertungen, aber 5,0 Sterne. Aber auch diese Variante habe ich noch getestet. Das ist das Porridge aus der Wild Kids Reihe. Auch ohne Zuckerzusatz und mit Dinkel, enthält jetzt Kakao und Banane. Das hat 4 Bewertungen und 5,0 Sterne. Bestes Porridge, ich esse es fast täglich. Die Tochter isst es jeden Tag und es ist einfach ein fester Bestandteil unseres Frühstücks. Porridge eignet sich ja tatsächlich dazu, das Sättigungsgefühl sehr lange zu stillen. Und diese Variante hier habe ich etwas umgewandelt in der Zubereitung. Ich habe mir einfach ein bisschen Joghurt in eine Schale gefüllt, dann darauf das Porridge gegeben und dann noch ein paar Bananenscheiben dazu. Das Ganze kann man dann natürlich auch nochmal schön verrühren und einweichen, denn bei Haferflocken ist es ja so, dass die Nährstoffe, die da drin sind, meistens besser vom Körper aufgenommen werden können, wenn die Haferflocken vorher eingeweicht worden sind. Ich finde diese Variante mit Joghurt und Bananenscheiben auch so lecker und macht auch wirklich richtig satt. Und was auch einfach immer cool ist, ist das mit ein bisschen Obst noch zu toppen, weil das Ganze noch so ein bisschen frischer werden lässt. Zu der Wild Kids Reihe gehört auch diese Fruchtfeierei. Da ist auch Dinkel drin und auch kein Zuckerzusatz. Hat ebenso 5 Bewertungen und 4,8 Sterne. Ich habe die Möglichkeit bekommen, einmal alle Packungen, die es bei DM oder eben im Online-Shop zu kaufen gibt, an euch zu verschenken, an eine Person von euch. Um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, solltet ihr natürlich ein Abonnent meines Channels sein. Ihr solltet dem Video einen Daumen nach oben geben und ihr solltet mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denn jemals Porridge getestet habt. Das würde mich sehr interessieren. Außerdem habt ihr wahrscheinlich im Live-Haul gesehen, dass ich diese Foundation von Trended Up gekauft habe, die Hydrastay Foundation. Die soll Hyaluron und einen Vitaminkomplex enthalten und außerdem einen Lichtschutzfaktor von 15 bis zu 15 Stunden soll sie halten. Die hat aktuell auch 5 Bewertungen und 5,0 Sterne. Eine tolle Foundation, verspricht ein feuchtigkeitsspendendes und federleichtes Make-up für einen natürlichen und frischen Ton. Habe ca. 50 verschiedene Foundations zu Hause, teure und günstige, aber keine dieser Foundations ist so absolut perfekt wie diese. Die habe ich eben mit euch getestet und das Ganze blende ich euch jetzt ein. Ich trage die jetzt wieder punktuell auf meinem Gesicht auf. Lasst euch übrigens nicht stören draußen. Ja, ist die Tischlerei irgendwie am Werk, deshalb könnte es sein, dass ihr ein paar Geräusche hört. Also was man direkt bemerkt, ist dieser doch recht starke Duft, der einem da entgegenkommt. Also die Foundation scheint recht doll parfümiert zu sein. Lässt sich jetzt aber erstmal wirklich schön verblenden. Also das funktioniert hier ganz mühelos. Ich habe sie jetzt einmal komplett aufgetragen und finde, dass sie so auf den ersten Blick sehr schön natürlich aussieht. Sie mattiert die Haut ein bisschen, aber macht sie auch nicht so übermatt. Schafft schon einige Unebenheiten so leicht zu kaschieren, jetzt auch nicht super stark abzudecken. Das Einzige ist, dass sie so trockene Stellen etwas betont. Also hier an meiner Nase habe ich gerade trockene Stellen. Da ich jetzt natürlich noch nicht weiß, wieso die Haltbarkeit auch über den Tag ist, werde ich euch das jetzt nochmal einblenden und hoffe, dass ihr mit dieser kleinen Rezension etwas anfangen könnt. Wir kommen zu diesem Deo Body Spray von Balea. Das ist aus der Reihe, die nach Mandarinen und süßen Vanilleblüten duftet. Ich trage das Ganze jetzt auch nochmal hier mit euch auf, dass ihr kurz diesen Sprühnebel seht, der schon sehr stark und pudrig ist. Dieses Spray hat aktuell 13 Bewertungen und 4,2 Sterne. Sehr angenehmer Duft, guter Preis, werde ich wieder kaufen. Riecht wirklich zart nach Mandarine und Vanille, sehr verträglich, fühlt sich auf der Haut gut an. Zum Duft kann ich sagen, dass ich den super finde. Also wieder ein sehr pudriger Duft, sehr süß auch. Die Mandarine kommt tatsächlich nur ein ganz bisschen raus. Also man riecht hauptsächlich den Vanilleduft mit so einem leicht spritzigen Touch durch die Mandarine. Das ist ein bisschen länger haltbar als die normalen Deo-Sprays von Balea. 24 Stunden soll der Duft halten, also dem würde ich jetzt nicht zustimmen. Aber ich mag den Geruch super gerne und ich trage ja eh immer nochmal einen Antitranspiranten auf. Um das da drüber nochmal aufzutragen, finde ich das super und kaufe es mir wahrscheinlich auch nochmal im Backup nach, weil das ja limitiert ist. Diese Mascara hier stammt von L'Oreal, gibt es in einer ähnlichen Variante auch schon zu kaufen. Das ist die Volume Million Lashes Mascara, allerdings
Diesmal in Kombination mit einem Balsam, der die Wimpern eben auch gleichzeitig noch pflegen soll. Diese Mascara hat schon enorm viele Bewertungen. Also ich denke, da war ein Produkttest am Start. Ja, also 728 Bewertungen hat diese Mascara und 4,6 Sterne. Eine tolle Mascara, die jedes einzelne Härchen tuscht. Die Textur der Mascara ist cremig und lässt sich mit der Bürste leicht auftragen, ohne zu übertreiben. Diese Mascara habe ich auch eben mit euch aufgetragen und das Ganze blende ich euch jetzt ein. Also was man schon direkt bemerkt ist, dass es recht gut eigentlich über die Wimpern gleitet. Jetzt auf den ersten Blick sehe ich noch nicht ganz so viel vom Effekt. Also ich bin jetzt schon ein paar Mal mit der Mascara über die Wimpern gegangen und muss sagen, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Länge, vielleicht auch ein bisschen mehr Volumen erwartet. Den Schwung finde ich eigentlich in Ordnung. Drückt die Wimpern jetzt nicht krass nach oben, aber trotzdem sehen sie auch nicht aus, als würden sie steil geradeaus stehen. Gut ist, dass die Wimpern nicht so leicht verkleben. Trotzdem muss man aber natürlich aufpassen. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob dieser Balsam da drin wirklich nachhaltig auch die Wimpern pflegt. Weiter machen wir jetzt mit einer Catrice Palette. Das ist diese Mini Eyeshadow Palette, die es ja schon in mehreren Farbnuancen gibt. Jetzt ist diese Palette neu dazugekommen. Das ist die Palette 060. Die hat jetzt noch nicht allzu viele Bewertungen, aber ich wollte gerne noch so eine Lidschattenpalette mit dabei haben. Zwei Bewertungen hat sie, 5,0 Sterne aber schon. Besser als Natasha Denona, kein matter Lidschatten, lässt sich besser verblenden. Die Pigmentierung ist top, nicht zu stark. Guter Preis für diese gute Qualität und die gute Farbzusammenstellung. Hier blende ich euch jetzt auch ein, wie das Ganze dann aufgetragen auf den Lidern so zur Geltung kommt und was ich davon so denke. Ich beginne mit dem hellen Ton hier und trage den auf meinem beweglichen Lid auf. Oh ja, sehr schön. Als nächstes gehe ich in den dunkleren Braunton hier. Oh ja, da kommt auch schon richtig viel auf den Pinsel. Also schön vorsichtig damit sein und dann gut verblenden. Also diesen dunklen Ton zu verblenden hat jetzt schon einen Moment gedauert, aber ich gehe jetzt nochmal in diesen rötlichen Goldton, Bronzeton rein und trage den nochmal so im Außenwinkel ein bisschen auf dem beweglichen Lid auch auf. Und den hellsten Ton aus dieser Palette kann man nochmal ganz gut nehmen, um auch hier die Augeninnenwinkel zu highlighten und dann natürlich damit auch nochmal unter den höchsten Augenbrauenbögen entlang zu gehen. Eigentlich genau das, was man möchte. Jetzt sollte man die Farben da drin natürlich mögen. Die sind, wie gesagt, alle sehr rötlich angehaucht, sollen natürlich so auch besser aufeinander abgestimmt sein. Ich glaube, der braune Ton hätte für meinen Geschmack wirklich noch etwas bräunlicher sein können, aber an sich doch eine süße, schöne Palette. So, und damit kommen wir noch zu einer Balea-Cremedusche, auch aus der Mandarinen- und Vanilleblütenreihe. Die enthält kein Mikroplastik. Diese Cremedusche hat ein paar mehr Bewertungen tatsächlich, 22 an der Zahl und auch 4,8 Sterne. Schöner Duft, sehr pflegend, tolles Duschgel, riecht super fein und ist wie jedes Balea-Produkt super für die Haut. Die etwas bessere Bewertung im Gegensatz zu diesem Produkt hier ist wahrscheinlich dem Geruch geschuldet, weil der etwas fruchtiger ist, finde ich. Also hier, der riecht schon sehr pudrig süß, mag ich allerdings auch sehr gerne. Das hier riecht ein bisschen frischer noch, ein bisschen fruchtiger, wie gesagt eben, aber auch ganz toll. Also hat auch eine sehr starke süße Vanillenote, eine leichte Mandarinennote. Hatte ich euch ja jetzt tatsächlich auch schon in meinen aktuellen Balea-Favoriten gezeigt, weil die mich sofort überzeugt hat. Duschgel von Balea ist ja immer vollkommen in Ordnung. Also damit komme ich immer sehr gut klar. Ich finde, das hält auch immer sehr lange noch auf der Haut. Also der Duft davon, die Reihe finde ich vom Duft her echt richtig gut. Und ich hoffe sehr, dass sie noch erweitert wird um ein paar andere Produkte. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.